Herzlich willkommen in Dudenhofen zur dritten Runde des Bitburger Verbandspokals hier an der Igelheimer Straße zwischen dem FV Dudenhofen und unseren Gästen vom TBAN Zeiskamp. Ein besonderer Gruß gilt wie immer unserem Gast, dem Trainerteam, den Betreuern und allen mitgereisten Zuschauern aus Zeiskamp. Ein herzliches Willkommen hier beim FV Dudenhofen. Schein Peter, der Gästetrainer, schickt Vollgelb heute auf den Platz. Tor mit der 27 Alexander Reichert, mit der 7 Katiel Seeker, die 8 Sebastian Meyer, mit der 9 Serkan Poker, mit der 10 Erich Biedenbach, die Nummer 11 Boris Hafner, die 14 Christian Liebinger, mit der 16 Gino Pachberg, mit der 21 Henrik Streit, mit der 22 Cengiz Vajut und mit der 25 Philipp Mees. Ersatzverhüter bei den Gästen mit der 1 Steffen Hess, auf der Bank nehmen Platz mit der 17 Noel Ramm, mit der 24 Lukas Bauer, mit der 26 Simon Pongras und mit der 29 Sparer. Schiedsrichter der heutigen Begegnung ist Herr Marcel Schütz aus Worms. Ihm an der Linie assistieren Lars Schiller und Tobias Rettnisch. Ja, liebe Sportfreunde, hier ist sie, unsere Mannschaft. Unser Trainerteam Christian Schulz und Steffen Litzel schicken heute folgende Elf auf den Platz. Im Tor mit der 16 Malcolm Little, mit der 4 Simon Bundenthal, die 6 Timo Enzenhofer, mit der 7 Marius Schaffhaupt, mit der 8 Daniel Ebbel, die 10 Julian Scharfenberger, mit der 17 Rami Zein, mit der 20 Tolga Barin, mit der 22 Daniel Kopf, mit der 27 Pascal Tiede und mit der 29 unser Captain Kevin Schall. Auf der Bank unser zweiter Torhüter mit der 30 Kai Anschütz. Auf der Bank nehmen Platz die 2 Soleiman Rostamzada, die 14 Christopher Koch, die 18 Tim Schaaf, die 19 Kevin Hoffmann und die 21 Paul Stock. Und nun, meine Damen und Herren, wünsche ich Ihnen angenehme, spannende 90 oder vielleicht auch 120 Spielminuten. Viel Spaß! Ja, liebe Freunde, wir schreiben die dritte Spielminute. Tor für unseren FVD. Torschütze, unsere Nummer 7, Marius Schaffau. Neuer Spielstand, FV Dudenhofen. TBAN Zeiskamp 1-0. Spielminute, Tor für unsere FV Dudenhofen. Torschütze, unser Kapitän, die 29, Kevin Schall. Neuer Spielstand, FV Dudenhofen, TBAN Zeiskamp 2-0. Wir kapitulieren den Torschützen unserer Nummer 20, Tolga Barin. Neuer Spielstand 3-0. Der Linienrichter zieht er nicht am Arm, du. Das sieht er nicht. Ja, ne. Aber abseits, wo können Sie es dann schwingen, gell? Halbzeitstand in der dritten Runde des Bitburger Verbandspokals zwischen dem FV Dudenhofen
und dem TB am Zeiskamm 3:0 für unseren FV Dudenhofen. Hey, du musst dich kommen und vollen Alter! 54. Spielminute für den Debian Zeiskamm. Torschütze der Spieler mit der Nummer 10, Erik Biedenbach. Neuer Spielstand 3:1. Komm, Ligi, probieren wir nochmal! Endstand im Bitburger Verbandspokal, Runde Nummer 3 zwischen EV Dudenhofen und dem TBA Zeiskamp. 3:1 für unseren EVOD. Im Namen des EV Dudenhofen darf ich mich für Ihren Besuch heute recht herzlich bedanken. Ich wünsche unseren Gästen aus Zeiskamp eine gute Heimreise und vor allem viel Erfolg für den Rest der Saison. Und Ihnen, meine Damen und Herren, noch einen schönen Abend. Sie sind noch recht herzlich zur Pressekonferenz eingeladen. Das nächste Heimspiel findet am Sonntag in einer Woche hier zu Hause um 15 Uhr gegen die SG Rieschweiler statt. Dankeschön, guten Abend.